Trommelspalt und Trommelspiel. Ich werde ein paar Zahlen hier in den Raum werfen auch, also entsprechend wie viel Spalten, wie viel Spiel in Ordnung ist. Das sind nur absolute Richtwerte. Ich würde euch empfehlen, dass also für genaue Spezifikationen, respektive genaue Werte, ihr im Internet nachschaut oder direkt bei Smith & Wesson nachfragt für eure jeweiligen Modelle. Zum Testen vom Spalt und Spiel empfehle ich, sowas zu kaufen. Ich hoffe, ich finde es am Handy. Ich habe es gerade nicht bei mir. Das heißt auf Englisch Feeler Gauge. Das sind Metallplättchen mit verschiedenen Dicke, die man hier zwischen Konus und Trommel reinschieben kann, um eben den Spalt zu messen. Ja? Also das ist essentiell, weil da stehen auch nicht auch entsprechende Zahlen drauf, damit man weiß, wie viel Inch es sind. Es wird alles in Inch gemessen. Fangen wir an zu Spalt. So, leer. Erstmals einmal abziehen, Abzug hinten lassen und dann gibt man hier einen eben diesen Feeler Gauge, also diesen Metallplättchen rein und schaut, wie breit der Spalt ist. Ja? Also der hat 1/2. Ja? Also ich gehe schon zwischenzeitlich schon nach Augenmaß, das reicht mir persönlich. Zu wenig ist nicht gut, weil bei zu wenig kann die Trommel blockieren, dadurch, dass es sich festbackt mit Schmauchpulver oder nicht verbrannten Pulver. Das setzt sich genau dazwischen rein und dann kann es sein, dass es fest und dass die Trommel dann fest sitzt. Wiederum, wenn es zu viel ist, kann es sein, dass beim Schießen, dass dann diese Seite spuckt, weil doch der der Spalt groß ist, dann spuckt zur Seite raus. Entsprechend kann auch die Geschossgeschwindigkeit nachlassen und die Magnumrille kann man verschlimmern. Über die Magnumrille habe ich ein eigenes Video zusätzlich noch. Man sagt, Anhaltspunkt, Richtwert zwischen 0,004 und 0,01 Inch wäre gut zu haben. Trommelspiel, auch Endshake auf Englisch genannt, ist Spiel in diese Richtung, also in Richtung des Laufes. Was man macht ist, man drückt einmal die Trommel ganz nach vorne. Ein schlechter Kandidat, der hat ja wirklich wenig Spiel. Ganz nach vorne, gibt dann dort das Plättchen rein. Natürlich wird ein schmales oder ein dünnes sein. Dann misst man es, dann drückt man die Trommel ganz nach hinten und misst noch einmal. Und dann nimmt man die Differenz. Und die Differenz ist dann eben der sogenannte Endshake. Ja? Der Endshake soll unter 0,002 Inch sein. Warum braucht man ein bisschen Endshake? Das ist das gleiche Problem, wie wir auch schon beim Trommelspalt haben. Wenn kein Endshake da ist, kann es sein, dass es eben wiederum blockiert. Und zu viel gibt es doch mehrere Probleme. Einerseits die gleichen Probleme, wie wenn zu viel Trommelspalt ist. Inklusive aber Fehlzündungen, weil sobald der Firing Pin fällt und die Trommel aber aufgrund vom Spiel weit vorne ist, kann es zu Fehlzündungen führen. Wie auch, wenn die Trommel nach hinten geschlagen wird beim Zünden, also die Trommel wird noch immer nach hinten gedrückt, kann es sein, dass dadurch, dass dieser Extractor Star oder Ratchet immer hier gegen donnert, dass sich einerseits dieser Teil hier deformiert, wie auch hier der Rahmen hier hinten. Ja. Also doch einige Probleme,
Ergo, wenn sobald mal das Spiel zu groß ist, auf jeden Fall mal zum Büchsenmacher schicken und anschauen lassen. Also selber lösen kann man einen Endshake oder zu viel Trommelspiel kann man, indem man die Trommel ausbaut und hier rein. Es gibt so Washers, das sind Unterlegscheiben, ganz, ganz kleine, die kann man da reingeben. Dadurch wird die Trommel nach hinten gedrückt und dann ist der Endshake weniger. Ja. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, wenn Endshake weniger ist, aber der Spalt zu groß ist, dann muss man aber den Lauf wieder weiter nach hinten geben. Das kann nur ein Büchsenmacher.